Einen wunderschönen Tag, meine Freunde. Willkommen zur ersten Folge vom K-Pox-Server. Wurde sich tatsächlich in letzter Zeit ja auch gewünscht, dass wir mal auf einem Nicht-Offi spielen. Na, here we go. Das ist diesmal mein eigener Server. Der Server ist jetzt seit über einem halben Jahr in Planung gewesen und wir haben jetzt die erste Testphase gestartet. Wir haben eine hauseigene Mod, die sich sehr viel um das Balancing von A kümmert und noch ein paar andere nette Sachen mit einfügt. Plus diverse Plugins, die den Server all over richtig nice machen. Und an der Stelle auch nochmal unbezahlte Werbung. Aber es ist Werbung, weil G-Portal ist mein Partner und es geht jetzt um G-Portal. Denn die Server werden mir alle von denen zur Verfügung gestellt. In dieser Videoreihe haben wir nur zwei Server, ein Valguero, ein Aberration im Cluster. Aber in der nächsten Phase werden es schon mehr werden. G-Portal ist jetzt schon seit mehreren Jahren ein Partner von mir. Und immer wenn ich irgendwelche Projekte vorhatte oder sonstiges, haben die mir die Server dafür zur Verfügung gestellt. Ich kann mich bis jetzt nur einmal daran erinnern, dass es ein Problem mit dem Server gab. Und das wurde eigentlich super schnell gelöst. Solltet ihr also Bock auf euren eigenen Ark-Server oder Server von einem anderen Spiel haben, Minecraft, Conan, whatever, dann benutzt gerne den ersten Link in der Videobeschreibung. Der führt euch zu G-Portal und ihr bekommt auch noch ein bisschen Rabatt auf eure Bestellung. Zusätzlich unterstützt ihr natürlich mich und das Serverprojekt. So, jetzt haben wir aber auch genug geschnackt. Ich sag mal, wir gehen rein, ne? Was hat schön, ey, das funktioniert. Der Server läuft mit super Ping und alles. Läuft mit super Ping, das ist richtig. Ja gut, ist auch nichts gebaut und so, ne, aber... Ja, ist aber auch auf einer... auf der G-Portal Plus Engine, so. Keckweh. Die G-Portal Plus Engine. LOL, zweimal schon gestorben, Alter. Panda, ich hab dich jetzt hier nicht zum Tod-Simulator-Team geholt, ne? Muss jetzt immer was proven hier. Musst du jetzt performen, du Schwein. Bin jetzt gleich bei den Biberdämmen. Hier ist alles voll mit Bibern, aber ich sehe nicht einen einzigen Damm. Was ist das denn? Als ob die jetzt noch nicht gespawnt sind, ey, das wär's ja. Das kann gut sein. Dafür lässt der Gato immer den Server laufen, bis Mitternacht ist, dass man, wenn man rauft, schon direkt erfriert. Ey, hier ist legit nicht ein einziger Damm. Ja, dann egal, dann müssen wir halt Karkinos killen und das craften. F. Fuck, man, die Biber sind halt wirklich faul, die haben noch nichts gemacht. Schweine. Hier ist kein einziger Damm. So, Edge 1, fang schon mal an zu tailen und zu farmen. Mission ja, failed. Ah, fuck off, ich geh zum Ui. Hier ist kein Biberdamm. Oh, voll den insane Plan gehabt und dann geht das komplett in die Hose. Denk dran, die Bolas wiegen mehr, ne? Ja, ja, wird nicht gecraftet, wer braucht schon eine Bola? Die wiegen mehr? Ja, ja. Balancing. Krass. Die wiegen mehr und halten nur 10 Sekunden. Wird halt keiner mit fucking 50 Bolas im Info läuft und auf dumm. Uff. Ich begegne hier jetzt den ersten Gamern auf Valgu am Strand. Ist die Fackel genervt? Ja, ja. Okay. Die sind übel, die Gamer. Ausgenockt, die Sau. Wo ist er? Dit. Lol. Junge, ich lauf hier rum und knock die Leute alle auf. Ey. Ich habe jetzt quasi nochmal eine Second Chance, dass vielleicht jetzt doch alle Dämme da sind. Ich bin jetzt quasi nochmal unten gespawnt am Beach, weil mich das selber weggemacht hat. Und jetzt gehe ich den gleichen Weg nochmal hoch. Vielleicht haben die Biber jetzt Aktivität gezeigt. Das Problem ist nur, ich habe halt nur 116 Movement Speed. Das heißt, die machen mich eh weg. Tju. So. Ich gehe noch ab. Wo bin ich denn gespawnt, Alter? Das ist dezent dunkel auf App. Jo. Es ist Nacht? Jo. Okay. Yay, meine erste Explorer-Node. Okay. Hier liegen überall Leichen rum bei den Nodes. Ja, zwei, drei könnten von mir sein. Jetzt gleich an dem Parachute-Spot. Soll ich noch irgendwas von mitbringen von Grün? Ich bin hier auch gerade. Ich könnte dich hier eigentlich direkt inviten. Wo bist du denn? Ich bin jetzt gleich am Wasserfall. Ich bin am Wasserfall hier, wo es da, wo man da losspringt. Achso, ja warte, bin gleich da. Der Smartphone abgeben, was ein Scheiß, Junge. Ich bin hinter dir, ne? Achso. Jo. Boah, Alter, komm bloß schnell her. Ja, allein das hier zu halten, das komplett abfuck gegen PvE. Ja, komm mal Scheiß drauf, dann fliegen wir los. Parachute hast du? Ja, ja. Sehr gut, so, dann gab's hier irgendeinen coolen Trick, wo man hier hochlaufen kann.
Kannst hier vorne, kannst du, glaube ich, hochhüpfen. Junge, die sind einfach nameless, warum das denn, Alter? Ja, von da brauchst du, glaube ich, eine Foundation, aber von hier hab's gerade eben. Ich glaube, die spawnen doch nameless jetzt mittlerweile oben oder so, keine Ahnung. Ich krieg hier, spawnen gerade die ganze Zeit nameless bei mir. Also, hier sind drei nameless gespawnt und noch so ein großer. Obwohl ich Licht, also ich hatte halt Licht kurz aus, Alter. Schaffst du's? Du bist ein bisschen runtergeklatscht, ne? Ja, ich weiß. Ich bin bis zum grünen Drop durchgeflogen. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Der ist schon wieder hier, Alter, der scheiß Nameless. Was ist mit ihm? So, ich bin Moin. Da. Hast du keinen Nameless am Arsch oder so, ne? Nö. Nice. Bonjour. Ich darf Runde 3 starten. Ja, du kannst auch einfach Battery spawnen, kannst oder nicht? Battery spawnen. Ja, stimmt. Ja gut, ich hätte gedacht, ich bin am Bootprobieren, aber ich kann schon Battle holen. Uff, Decke drüber. Oh. Battle haben wir schon mal ein bisschen was. Einzige, was hier oben halt nicht ist, ist Flint, ne? Also müssen wir jetzt gucken wegen Flint, das ist schwierig. Ja. Mach dir Metal Tools. Naja, ansonsten. Ich hab 154 Flint, at least. Ich hab auch ein bisschen Öl. Ne, sonst würde ich halt einfach zur Not da oben einfach nochmal spawnen, Flint farmen und hier runter parachuten. Das war jetzt nicht so ein Akt. Obwohl, geht ja nicht, dann zieht man ja übelst den Scheiß mit. Ja, warte mal, bleib mal kurz in der Nähe von Kay hier. Wenn ihr gerade Licht habt, dann zähm ich dir kurz einen Bulldog hier vorne oder einen Shinehorn oder so einen Scheiß. Warte mal. Kann man das, das Transfer-Tool verteilt, ist das Metal aus dem Inf auch auf die Forges? Ja, ja. Oh, Ehre. Du musst halt nur als Source Inf angeben. Und dann Metal und dann Transfer okay, ja. Into in die Forge vorstellen. Das Safen soll übrigens auch gehen jetzt, ne? Mit dem okay. Rechtsklick und Safen. War das Rechtsklick? Ja, ja. Schon. Wie ging das denn nochmal? Preset saved, ah, okay. Hast du Narcoberries? Ja, ja. Ich hab. Was? Narcoberries? Ja, 20 liegen in der Smithy. Null. Okay. Ja, das wurde auch gefixt, das geht. Jetzt. Ich hör den Nameless Arsch. Ja, ich hör den die ganze Zeit, aber ich hab ihn noch nicht einmal gesehen. Ja, ja, hat er auch. Er quackt doch nur ein bisschen. Vielleicht so. Ja, wir haben halt keine Waffe, um den zu killen. Ich mach mal eine Pike, Alter, auf Lull-mäßig. Wenn wir eh Metal. Ja, mach. Wenn wir irgendwas haben, dann das. Dann rotz ich den mal um. Warte mal, Pike. Ja, ja. Na klar. Das lassen rauskommen, dann killen wir den fertig. Alter, mit dem Transfer-Tool ist das ja komplett chill, vor der Base zu fahren. Ist es auch. Wie verhält denn dieser Metallklumpen eigentlich aus, Alter? Holy shit. Da ist ordentlich Metal dran, ja. Die Sau da hinten, Junge. Ist einfach Knossi. Da ist noch einer. Ja, die spawnen hier oben mittlerweile. Das haben die verändert. Fucked up. Ja, moin, Alter. Hast du eine ganze Familie geholt, oder was? Was ist das denn? Lol. Kommst du klar? Ja, irgendwie noch, ja. Wie im Schelle, Junge. Der ist 140, das Schwein, Alter. Spawn hier einfach neu. Bullshit. Können umziehen, Alter. Pack alles ein, wir müssen die Smithy dann aufheben, ne? Geht das mit deinem Weight? Sonst kann ich auch noch was abpicken. Gibt nix. Okay. Chill ich, dass man alles mitnehmen kann. Ich pack mir noch Stimberries, habe ich nicht. Egal. Warte, hier, ich geb dir. Hä? Wo sind sie? Da. Alter, da ist schon wieder der nächste Megalo, Junge. What the fuck? Wie viel spawnt denn hier, Alter? Warte mal. Hast du einen Parachute? Ja, einen. Ja, wohl brauchen wir gar nicht. Dann guck mal her hier. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Na, ich sehe es schon kommen, ey. Müsste doch jetzt gleich auch schon aufhören, wieder wurde doch genervt. Keckweh. Ja, ja. Ach, finally. Das ist ein Django. Das sind auch Snakes. Ganz viele. Oh, das ist eine Ratte. Warte, die hat die Gems ausgebuddelt? Das wäre geil, wenn die jetzt rote Gems direkt rausholt für so einen Gas-Collector. Jo, da sind welche, oder? Rote? Liegende, war da nicht rot? Ich hätte da. Ah, die sind nur sieben, sind nur sieben. Scheiß drauf, scheiß drauf. Ich hol einfach Was hat die denn für ein Level, die Ratte? 95. Ich hol nachher einfach ein Lamprey, das wird schon gut gehen, Keckweh.
bei den hier. Schaust. Oh Junge, ich laufe hier fast ins Gas rein, ey. Wo bist denn du, Panda? Wo ist die Foundation? Ja, hier oben, direkt am Anfang, da wo du hochkommst. Hä? Achso, wir sind ganz hinten. Hier, auf rechten Seite. Am Anfang. Ach da, lol, da willst du bauen. Ah, okay. Ja, gut. Ja, hier oben auf diesem Vorsprung. Ja, okay. Das ist unsere Raid Protection. Auch wenn wir geradet werden, machen wir die einfach die Foundation hier kaputt, dann kommen die nicht mehr hoch, ne? Ja, easy. Insane. Das ist die Raid Protection. Das ist ja schon fast ein Forever-Bauspot hier. Nee, auf gar keinen Fall. Ich mach schon mal eine Megalo-Falle fertig. Ah, wir haben keinen Crystal für Spyglass. Ah doch, hier ist Crystal, nice. Ja, wir tamen ihn trotzdem, egal wie viel Level der ist. Ja, ich will trotzdem checken. Ist. Okay, ich hab mal für jeden so ein Spyglass gemacht, so ein K-Plus-Spyglass. Geil. Aus dem Haufe Spy, K, lul. Handcrafted? Nee, ja, doch. Handcrafted. Don't try to cheese the anti-dupe. You dropped your weapon, slippy fingers, Cringe. Was? Cringe. Ah, Leon, aha. Was hast du gemacht? Nur wollte dupen mit der Pickup Gun. Aha. Seine slippy fingers, Ja, irgendwas wollte ich dupen und dann meinte der, you have slippy fingers, Haha, exposed, ja. Du Sau. Absolut exposed. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Eigentlich müsste man das einstellen, dass diese ganze Scheiße immer komplett global announced wird, wenn das jemand macht. So, Iguanodon liegt. So, immer zwei Iguanodon-Sättel, weil ich habe ja, effizienter Gamer hat ja zwei getamed, Kekwe. Toll. Ja, dann kannst 20 du, oder was? Einer ist 50 und einer ist 20, ja. Jetzt bin ich ein bisschen am Arsch. Mein Leid wird nämlich leer. Oh, ich kann wie der Reiter im nachtnächtlichen Kind oder sowas da hinkommen und dir Neues bringen. Hier, einmal tauschen. Also meinst du nicht irgendwie besser so, aber... Nee, aber der ist halt voll so. Was machen wir jetzt in der Base? Weil hier schmilzt halt enorm Metall und so, ne? Wofür wollen wir das nehmen? Ja, wir brauchen erstmal einen Katapult. Das kostet irgendwie 300 Metall oder so. Okay, das, ich glaube, das würde gehen sogar. Und dann... eventuell Perlen holen, Poli und Chitin von Akaki und dann kurz den Karknus töten und dann schon mal wie ein Turrets craften oder so. Mm. Hey, du Schwein, lass den los! Lass die los, die Sau! Sobald wir, ich glaube, also wenn wir jetzt gleich drunter gehen und die Karknus da wegmachen und du wieder hochläufst, guck mal, dass du irgendwie eine Pilzholz ein bisschen mitnimmst und dann oben schon mal eventuell einen Karknus-Sattel fertig machst, wenn du oben bist. Okay. Wir brauchen halt nur Pilzholz dafür und blaue Gems, aber die sind ja direkt vor der Haustür. So. Ja, einfach durchlaufen, ne? Warte. Pilze, guck. Jo, ich hab Pilze drin. Ey, Junge, Megalosaurus, einfach laut wie ein Giga, ey. Oh, scheiße. Das ist eine Sau rechts. Oh, fuck. Ah, Dodge. Bock. Wir haben über Kreuz gedodged. Hast kein Stamina mehr? Ey, gar nicht. Ich hab 500, Alter. Ich hab so viel wie ein Giga. Okay. Ich stech rein, Junge. Zack. Im Daumen. Oh, fuck. Overweight. Ich hab ein paar Bären gefahren. Ja, hier ist übelst. Guck hier, das ist hier. Ja, die ja. Ganzen kleinen Blumen, Alter. Wenn du Bären brauchst, gehst hier hin. Ja, guck mal. Ich mach mal einmal. Yeet. Du, pass auf. Warte. Du siehst ja die Rampe, die geht ja hier runter so, ne? Geradeaus. Richtung grüne Zone. Ja. Und jetzt guck mal hier runter. Direkt, wo der Megalo-Kopf ist. Du gehst praktisch, wenn du nachher hoch gehst, einfach hoch. Also hier praktisch die Richtung lang. Einfach geradeaus, da wo der Rocktrack ist. Ja. Und dann einfach links abbiegen, also um diesen großen Pillar einfach rumlaufen nach oben. Okay, und da ist dann der Aufgang, oder was? Ja, so läufst praktisch einfach hier so eine Runde um den Pillar rum von unten. Und dann komme ich da hinten raus. Ja, also, da hinten, da. Genau. Ja, ja. Okay. Ja, wie geht's jetzt da runter, oder was? Ja, ja. Easy. Okay. Kann den Rocktrack eigentlich noch wegmachen, noch schnell, dann nervt er dich nicht. Okay. Oh, wie schnell der runter... Wie schwer so ein scheiß Iguanodon sein muss, der sinkt einfach 300 mal schneller als so ein Megalo runter zur Erde. Mit dumm. Weil du sauer. Aua, wieso ich? Uff, den musst du tanken, ja. Ja. Er hat komplett mich Argo, aber ist gut. Hier die Crafting-Sachen, hier Fabricator und sowas, das läuft alles mit Strom? Mit der Mod? Oder? Ich glaub schon. Ich glaube ja, bin mir nicht sicher, musst du ausprobieren. Dann klatschen wir hier unten kurz Karkinos und dann einfach... Oh, da ist ein Rocktrack, oder? Links? Links?
Nee, das Spiegel. Nee, das ist Wasser. Eine Karkin aus im Wasser. Ich würde als nächstes gerne hier eine kleine Base Extinction bauen, ja. Ja, mach mal. Bau mal eine Extinction Base. Aber dann will ich auch einen Balkon sehen. Du hast einen Monkey Argo, by the way. Warum das denn? Weiß ich nicht. Junge, scheiß Sorry. Django, Alter. Hau ab. Ich komm ihn stechen, Junge. Stech! Stech! XP, du Sau. Besser ist das. Also da hinten ist eine Kacke. Hier, komm zu mir, hier. Die hey, warte mal, da vorne ist ein Megalo. Die chillt hier im Wasser. Ich den Kill bekommen, Junge. Dick Wait. Hier ist bei mir auch Pilzholz, okay. Hier direkt hinter diese blauen kleinen Bäume da. Einfach mal ein bisschen hacken gleich. Und ich stech da rein. Zack. Ich sehe sie nicht, die Karkinos. Direkt vor dir. Links, leicht links. Ja, da guckst genau drauf zu. Da im Wasser. Warte, ich kalte die. Ich kann die aber auch anschießen. Ah, die kommt. Rote Karkinos, Junge, die will ich. 100 ist die, wird getamed, Alter. Na, die hat mich aggro, das ist gut. Guck mal, die, wenn die blutet, dann anfängt zu bluten, hat die so ein Smiley auf der Klaue, auf der rechten. Cool. Jetzt hat so sie dich aggro, oder? Ne, jetzt immer noch nicht. Ich pack die einfach fest. Übel chill. Ich schieß nur ein Crossbow drauf, derweil. Was hatten die für ein Level? Da ist sie gleich dead. Oh, okay. 140 F. Oh, lol. Ja, steck ein, das ist komplett gut, glaube ich. Erstmal ein bisschen Pace und so. Na, ich check mal. Oh wir ja, können noch das einen, ist chill. Wir können noch eine klatschen. So. Ja, komm, mach, lass machen. Das waren 140, das ging ja super easy. Ja, ja. F, dass die 140 war. Ja, schade. Aber egal. Hier ist auch Baryonyx, ey, die Sau. Pass auf, nicht, dass er dich angrot. Kann ich Long-Range-Hit machen? Ich kann Long-Range-Hit machen. Auf die rote, hol einfach die rote, scheiß auf die. Da hinten auf der anderen Flussseite, meinst du? Ja. Oh, da ist echt ein Baryonyx. Ja, ja, ich sag ja. War kein Prank. Ich hol den mal lieber. Ich hätte die Sau nicht. Hallo. Kann ich einfach durchschwimmen? Warte mal. Ich weiß hab die Angst. Nicht. Ja, ich find's jetzt auch nicht so nachher. Kommt halt Baryonyx und bumst uns komplett so, weißt du? Ich schwimm mal hier auf das Plateau. Ich hätte die Sau nicht. Ist weit. Ja, du fliegst, du schießt viel zu tief. Ich hab das gerade gesehen. Zu tief? Ja, viel zu tief. Okay. Ja, jetzt habe ich den Pfeil nicht gesehen. Ich schieß durchgehend, aber die zappelt halt übel ab gerade. Hab ihn gehittet. LOL! Geil. Gamer. Muss, glaube ich, nochmal anhitten gleich, weil sonst... ja, ich versuche die einfach mit Run zu hitten. Aber das ist gar nicht so einfach. Das ist noch schwieriger, Alter. Das trifft. Ah ja, Hit. Ja. Nice. Ich komme angeschwommen. Die ist ja übel, die Gamer-Krabbe, Alter, wie sie aussieht. Ja, ja. Leute, Herr Bulldog! Lol? Kam von Scheinhorn. Oben runter. Das ist ein Scheinhorn. Oh, nee, ist ein Scheinhorn, mal. Ups. Hätte ich gern gehabt, eigentlich. Ah! Mach weg, die Sau. Dankeschön. Ja, pack alles ein, Junge, und dann so. Ja, dann verpiss ich mich. Mach das mal gerade. Also, Pilzholz musst du noch mitnehmen, ne? Ja, ja. Ah, der hat schon fast 1k Weight, der Iguanodon. Jo. Du musst 200 Pilzholz mitnehmen. Für die. Für den Sattel. Okay. Oh, da hinten ist eine gelbe Karkinos. Die pack ich ein, Junge. Junge, 150, jede ja, Farbe, neues Excitement. Ey, die ist 150, hat 30 Punkte Melee. Das ist eine Melee-Karkinos. Easy. Na, wie viel Pilz hat meinst du? 300? 200. 200, okay. Ja, ich nehme, was ich kriegen kann. So viel geht da nicht. Der hat zwar schon ganz gut, ist ein ganz guter Träger, aber... Holz ist halt schwere Ressource, so, ne? Ja, aber jetzt 400, das reicht. Muss ja auch. Das ist eine schwere Ressource, Kekwi. Oh. Ich muss ja auch noch lebend da ankommen, so. Oh, so ein Iguanodon ist echt für den Anfang gar nicht verkehrt. So als Tragearsch und so. Geil. Kann ich aber nicht bauen, too close to enemy foundation? Willst du dich verarschen? Was? Aber dann ist da ja ich jemand, ne? Nee, ich darf einfach nicht auf den Back von dem Nameless die, das Geld draufsetzen. Hä? Auf den Back vom Nameless? Ja, da steht too close to enemy foundation, XD. Bist du sicher, dass da nicht irgendwo eine Foundation da ist? Ja, ich habe in alle anderen Richtungen getestet, hier ist keine Foundation. Okay, oder über dir vielleicht oder so? Nein, hier ist keine Foundation, nirgendwo, über mir ist nix. Oh ja? Okay. Ich kann legit einfach nur an dieser 1 mm Position nicht placen. XD ist es.
Okay. Aber wie viel AP hat die Karkinos? Bitte mehr als 20. 21, okay, dann kann ich ein paar versammeln. Nicht, dass ich das tun würde, aber... Machst du die Karkinos jetzt schon? 150 wird jetzt getamed gleich, ja. Ich kite okay, die gerade in die Falle. Oh, wenn wir die kriegen, wäre geil, Alter. Dann wäre es Progress. Junge, was hier einfach an Viehzeug ist, Mann, das ist so insane. Hast du jetzt die Dinge gekillt, oder was? Die scheiß, Schlangenbeetle. Du Schwein. Du Sau, ich bring doch Chitin. Kannst doch nicht die Einheimischen wegmachen. Wir sind doch nicht Amerika. Oh, Achtung, blauer Igano dann kommt. Schön mit Poli und so. So, erstmal den Ding ausgelutscht. Den komischen Beetle oder wie er heißt hier, Alter. Ist er raus? Ist er getamed? Das glaube ich wenig, 1350, weil der hatte 1200 Vorträge. Ich hab keine Ahnung, wovon getamed 8000 ist doch gar nicht. Kannst du das Zweiglas holen, dann siehst du auch die Punkte. Das könntest du tun. Ich hab dir vor allem, du musst das nicht holen, ich hab dir eins gebaut. Ja, der Smithy, wow. So, das Forge ist noch alles voll und so. Denke mal, ne? Wir haben jetzt noch drei neue Mörser, die ich fürs Zement craften dann anhaue. Oh, man kommt sogar mit Kasse hier. Geil. Alter, warum sind Crystals eigentlich so shit auf Aberration? Also im Sinne von, ich hau die einmal an mit einer Axt und die gehen kaputt. Keine Ahnung. Gelöst. Not enough resources to pull stone? Really? Ja, wahrscheinlich. Haben das... die Smithy oder so? Keine Ahnung. Nö. Ah, warte mal, Mörser. Ja, nee, hä? Karkinos liegt. Karkinos liegt? Yes. Boah, insane. Nice. 2000 von 6000 Leben. Ich hab, glaube ich, einmal daneben geschossen oder so. Die hat komplett geil kooperiert, die Sau. Die hat geil kooperiert. Maul. Komm, so. Jetzt ist hier eine pinke gespawnt. Nee, ich muss die gelbe leider töten. Tut mir leid. Nee, nix töten. Lass die liegen. Ist eine pinke aber gespawnt. Ja, aber kannst. Nimm beide einfach. Die pinke für ein Level. Oh, das ist eine Level 5er, Junge, das wird ein Kloner. Ne, die ist Level 50. Hab ich verguckt. F. Okay, dann wird's vielleicht doch kein Kloner. Schade. Traurig.